Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung. Als ich die Einladung bekommen habe, ob ich was zu Naturwissenschaft und Kritik machen möchte, habe ich einfach erstmal gesagt, ja, gerne und gedacht, da fällt mir einiges zu ein. Und habe dann beim Vortragsschreiben gemerkt, dass das doch gar nicht so leicht ist, das, was ich im Kopf hatte, in der relativ kurzen zur Verfügung stehenden Vortragszeit alles zu erläutern. Zumal ich auch nicht genau weiß oder wusste, was ich jetzt so voraussetzen kann an Erkenntnistheorie, an Wissen über kritische Theorie, Marx'scher Theorie und so weiter, was da alles mit reinspielt. Und ich habe mich jetzt entschieden für so eine Art Mittelweg. Das heißt, ein paar Sachen werden relativ abstrakt theoretisch dargestellt, ein paar Sachen werden dann aber auch nochmal durch Beispiele erläutert. Und wenn Sachen unklar bleiben sollten, habe ich mir gedacht, haben wir ja hinterher immer noch die Diskussion, wo wir das dann vertiefen oder klären können. Ja, Naturwissenschaft und Kritik ist, wie ich festgestellt habe, ein schwieriger Titel und damit ein schwieriger Thema, ein schwieriges Thema. Nicht zuletzt, weil naturwissenschaftliche Erkenntnisse ihrem eigenen Selbstverständnis nach nur immanente Kritik zulassen, die ihre bisherigen Annahmen als empirisch falsch belegt. Wenn also der Stand der Wissenschaft 23 verschiedene Arten von Papageien im Amazonasgebiet ausweist, lässt sich das durch die Entdeckung der 24. Papageienart widerlegen. Da ich keine Naturwissenschaftlerin bin, kann ich diese Art von Kritik gar nicht leisten, will ich auch gar nicht. Und wenn es um die Anzahl von Papageienarten, die Entfernung der Erde zur Sonne oder das Berechnen von chemischen Reaktionsgeschwindigkeiten geht, vertraue ich gerne, wie alle anderen Laien auch, den naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Es soll also hier um eine andere Art der Kritik gehen, nämlich um eine Kritik an den erkenntnistheoretischen Grundannahmen der Wissenschaft, die an den Vorgaben der Naturwissenschaft orientiert ist. Max Horkheimer hat dazu geschrieben, Zitat, die vernünftige Erkenntnis widerspricht nicht den Feststellungen der Wissenschaft, nur bleibt sie nicht bei ihnen stehen wie die empiristische Philosophie. Und genau das will ich heute machen. Ich will den Erkenntnissen der Wissenschaft nicht widersprechen. Ich will nur nicht dabei stehen bleiben, sondern darüber hinausgehen und mir ihre erkenntnistheoretischen Prämissen einmal näher anschauen. In meiner Vortragsankündigung bezeichne ich die Naturwissenschaft als genuin positivistische Wissenschaft und ich habe festgestellt, auch das ist erklärungsbedürftig, denn niemand bezeichnet sich als Positivistin, um seine oder ihre spezifische wissenschaftliche Arbeitsweise zu beschreiben. Im Gegenteil, das Einzige, was heute noch vom Positivismusstreit geblieben ist, ist ein Gespür für den pejorativen Gehalt des Wortes. Doch der inhaltliche Kern der Kritik bleibt nach wie vor meistens unverstanden, wie er schon bei Karl Popper unverstanden blieb, dem Adorno dem Positivismus vorwarf. Dies liegt wohl vor allem daran, dass eine nicht-positivistische Wissenschaft gar nicht möglich zu sein scheint, dass die Begriffe Wissenschaftlichkeit und Positivismus umfangsgleich erscheinen. Nicht grundlos konnte Adorno die Begriffe positivistische und scientistische Wissenschaft synonym verwenden, und dem Scientismus fehlt der pejorative Beigeschmack. Scientistin, also Wissenschaftlerin zu sein, das ist kein Vorwurf, das ist eine Berufsbeschreibung. Wenn diese spezifische Art und Weise, Wissenschaft zu betreiben, so allgemein durchgesetzt ist, dass sie vom Begriff der Wissenschaftlichkeit nicht mehr getrennt werden kann, dann eignet sich das Adjektiv positivistisch nicht zur Differenzierung einer bestimmten Art von Wissenschaft. Der Vorwurf scheint also entweder leer oder absurd zu sein, als würde man einer Wissenschaftlerin vorwerfen, ihren Job zu tun. Was es bedeutet, dass die kritische Theorie schon die absolute Trennung von Subjekt und Objekt für einen Ausdruck gesellschaftlicher Entfremdung hielt und dass Horkheimer den Positivismus als die Wissenschaft der Ohnmacht bezeichnete, also als Ausdruck der Ohnmacht der Subjekte gegenüber der ihnen entfremdeten Gesellschaft, das ist heute vielleicht sogar noch weniger zu verstehen als vor 60 Jahren. Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie geht auf eine Kontroverse zwischen Adorno und Popper zurück, die auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Oktober 1961 jeweils ein Referat zur Logik der Sozialwissenschaften hielten.
Hierbei machte Adorno gegen Popper stark, dass wertfreie Objektivität zugleich Affirmation bedeute und affirmative Aussagen über die Verfasstheit der Gesellschaft genau dann falsche Aussagen seien, wenn die beschriebene Gesellschaftsform selbst eine falsche ist. Schon 14 Jahre zuvor hatte Max Horkheimer eine Kritik am logischen Empirismus formuliert, die der Sache nach die Grundlage des Positivismusstreites enthält. Da Karl Popper ebenfalls Kritik am logischen Empirismus des Wiener Kreises übte und sich daher nicht selbst als Positivist bezeichnet hätte, möchte ich hier mit dem älteren Text von Horkheimer beginnen und mich auch vor allem darauf beziehen, der den Konflikt nicht auf die Soziologie beschränkte, sondern ihn insgesamt auf erkenntnistheoretische Prämissen zurückführte. 1937 veröffentlichte Max Horkheimer den Aufsatz »Der neueste Angriff auf die Metaphysik«. Darin kritisiert er den logischen Empirismus des Wiener Kreises. Deren erkenntnistheoretisches Grundkonzept war eine Aktualisierung des klassischen Empirismus durch eine rationalistische Wissenschaft, nämlich durch die Logik und durch die Mathematik. Kernpunkte der Erkenntnistheorie des Wiener Kreises waren zum Beispiel die Widerlegung der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori und auch eine radikale Ablehnung der Metaphysik im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne heißt, unter Metaphysik fallen alle nicht-empirischen Gegenstände, wie dann eben zum Beispiel auch so etwas wie die Freiheit oder die Würde des Menschen. Diese Begriffe sind Reflexionsbegriffe und keine empirischen Begriffe. Das heißt, die von ihnen bezeichneten Gegenstände, zum Beispiel Freiheit, sind keine physikalischen oder realen Gegenstände und sollen damit auch nicht möglicher Gegenstand einer objektiven Wissenschaft sein können. Nur das, was sich empirisch verifizieren lässt, kann Gegenstand einer sinnvollen wissenschaftlichen Aussage werden, sagt der Wiener Kreis. Protokollsätze bieten die einzige absolut gesicherte Basis der Erkenntnis. Also Protokollsätze sind Aussagen, über deren Gültigkeit durch sinnliche Beobachtung intersubjektiv Übereinstimmung erzielt werden kann. Wenn wir jetzt nach draußen gehen und nass werden, werden wir uns darüber einigen können, dass es regnet zum Beispiel. Ja, aus diesem logischen Empirismus, wer sich so ein bisschen da in der Materie auskennt, wird das schon wissen, entwickelt sich dann das, was dann heute im weitesten Sinne die analytische Philosophie ist. Die Kritik der kritischen Theorie an solchen positiven, also objektiven, messbaren, verifizierbaren Erkenntnissen über die Wirklichkeit soll hier Gegenstand sein. Dabei gehen die Kritikerinnen davon aus, dass diese später Positivismus genannte Wissenschaftsauffassung Resultat einer bestimmten gesellschaftlichen Realität sei, unter der die Menschen unter dem Anschein bürgerlicher Freiheit tatsächlich wesentlich unfrei seien und die auch die in ihr lebenden Menschen in bestimmter Weise in ihrem Denken und Fühlen formiere. Es soll gezeigt werden, dass das Reale der Gesellschaft selbst in gewisser Weise das Falsche ist und die positivistische Wissenschaft nichts anderes tut, als dieses Falsche akribisch, genau und vor allem blind zu reproduzieren. Um zur Wahrheit zu gelangen, brauche es nach Adorno dagegen eine andere Methode, nämlich die Methode der Kritik. Weil er die Kritik am Bestehenden systematisch ausschließe, sei der Positivismus die Wissenschaft, die der realen Ohnmacht einzelner Subjekte gegenüber der sie formierenden Gesellschaft entspreche. Da es zugleich kein personell greifbares Herrschaftssubjekt gebe, erscheine die gesellschaftliche Formierung als naturhaft. Die Natur verdoppelt sich unter den konkreten Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise, indem sie sich gleichsam in die Gesellschaft hinein verlängert. Das ideelle Moment der Selbstverwirklichung und Freiheit schwindet zum ideologischen Schein. Was als historisch unmittelbarer Zwang begann, nämlich Herrschaft, wird zur zweiten Natur. Karl Marx beschreibt diesen Prozess der Naturalisierung der Gesellschaft im Kapital wie folgt, Zitat: Es ist nicht genug, dass die Arbeitsbedingungen auf den einen Pol als Kapital treten und auf den anderen Pol Menschen, welche nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. Es genügt auch nicht, sie zu zwingen, sich freiwillig zu verkaufen. Im Fortgang der kapitalistischen Produktion entwickelt sich eine Arbeiterklasse, die aus Erziehung, Tradition, Gewohnheit die Anforderungen jener Produktionsweise als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt.
Die Organisation des ausgebildeten kapitalistischen Produktionsprozesses bricht so jeden Widerstand. Zitat Ende. Die kritische Theorie hat dem hinzugefügt, dass diese Formierung der Subjekte sich nicht auf die Lohnarbeiterinnen beschränkt, sondern zunächst alle Subjekte in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften betrifft. Wie die Natur und ihre äußeren Bedingungen, so tritt dem vergesellschafteten Menschen die ökonomische Struktur der Produktionsverhältnisse seiner Gesellschaft als äußere, ihn regelnde Macht entgegen. Unternehmerinnen müssen sich den ökonomischen Gesetzen ebenso fügen wie ihre Angestellten. Sie verdienen nur in der Regel mehr dabei. Dieses Merkmal der Gesellschaft, als zweite Natur zu erscheinen, also als eine Instanz, welche die Menschen unter ihre Regeln und Gesetze nötigt, als wäre sie erste Natur, bezeichnet den ideologischen, die gesellschaftliche Struktur manifestierenden und sich somit als unumstößlich im Bewusstsein verfestigenden Zustand der sogenannten bewusstlosen Gesellschaft, wie das in der kritischen Theorie formuliert wird. Erst durch diese falsche Naturalisierung der Gesellschaft, die als zweite Natur erscheint, wird die Natur zur ersten Natur hypostasiert. Im Gegensatz dazu gehörte zu einer freien Gesellschaft das Bewusstsein der Subjekte über sie und über die in ihr wirksamen historisch hergestellten Mechanismen. Eine solche Gesellschaft, die ihre Hypostasierung negiert hätte, wüsste um die wesentliche Differenz zur ersten bewusstlosen Natur und wäre darum auch keine zweite Natur mehr. Dass diese Funktion, ideologisch die Machtstrukturen zu verschleiern und zu manifestieren, in der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft der Natur zufällt, liegt an der spezifischen Herrschaftsform, die apersonal und somit selbst bewusstlos, ungeplant und ohne Subjekt ist. Da die zweite Natur die wirkmächtigste Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft ist, erscheint sowohl das Verhältnis der Gesellschaft zu sich selbst als auch das gesellschaftliche Verhältnis zur Natur in verkehrter Weise. Hieraus folgt sowohl ein falscher Begriff von Gesellschaft als naturhaft, als auch ein falscher Begriff der ersten Natur, weil ohne die Reflexion auf das Verhältnis ihrer Vermittlung und Differenz diese eine Eigenständigkeit gegen das Erkenntnissubjekt erhält, welche sie zu einer selbstständigen Entität, also zu einem selbstständigen subjekthaften Dasein hypostasiert. Natur und nicht das Denken wird zum Hort der Objektivität unserer Erkenntnis. Das heißt, Natur wird nicht zum Gegenstand, sondern zur Quelle des Wissens. Damit wird dann auch automatisch die Naturwissenschaft zur Leitwissenschaft überhaupt. Diese spezifische Ideologie der apersonalen Herrschaftsform des Kapitalismus besagt also, dass die Gesetzmäßigkeit, welche die bürgerliche Gesellschaft und ihre Subjekte formiert, wie ein Naturgesetz sei. Indem die ökonomischen Verhältnisse der Dinge zueinander als Sachzwänge erkannt werden, sind die gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen dingliche, also durch heteronome, durch von außen bestimmte Gesetze bestimmte Verhältnisse. Diese werden dann analog zu den physikalischen Verhältnissen zwischen Dingen als Naturgesetze vorgestellt. Diese Vorstellung wird als Ideologie wesentlich getragen und erzeugt durch eine positivistische Wissenschaft, durch ihre erkenntnistheoretischen Prämissen und ihren Begriff von Objektivität. Hierüber erweist sich ein erkenntnistheoretisches Ideal der interesselosen, wertfreien Objektivität, für das die Naturwissenschaft heute steht, selbst als eine spezifisch kapitalistische Ideologie. Es zeigt sich schon früh, also historisch sehr früh, dass im bürgerlichen Bewusstsein das Wirken apersonaler kapitalistischer Mechanismen als spezifische Natur des Menschen übersetzt wird. Beispielsweise im Leviathan von Thomas Hobbes, der die gnadenlose Konkurrenz der Privateigentümer gegeneinander als eine anthropologische Konstante beschreibt. Im inhaltslosen und darum abstrakten Streben des Menschen nach mehr Macht verlegt Hobbes die ewig hungrige Bewegung des automatischen Subjektes zur Verwertung des Wertes in die subjektive, urpsychische Konstitution des Menschen selbst und findet sie empirisch auch tatsächlich im Fühlen, Tun und Denken seiner Zeitgenossen wieder. Mit Darwins Evolutionstheorie bekam die Naturalisierung der bürgerlichen Konkurrenzsubjekte dann eine scheinbar hinreichende Begründung, indem eine allgemeine Konkurrenz in der gesamten belebten Natur
als Motor der Evolution spekulativ gesetzt wurde. Hierüber schrieb Engels in einem Brief an Lavrov, Zitat: Die ganze darwinistische Lehre vom Kampf ums Dasein ist einfach die Übertragung der Hobbeschen Lehre der bürgerlich-ökonomischen Konkurrenz nebst der Malthusschen Bevölkerungstheorie aus der Gesellschaft in die belebte Natur. Indem man dies Kunststück fertiggebracht, so rücküberträgt man dieselben Theorien aus der organischen Natur wieder in die Geschichte und behauptet nun, man habe ihre Gültigkeit als ewige Gesetze der menschlichen Gesellschaft nachgewiesen. Die Kindlichkeit dieser Prozedur springt in die Augen, man braucht kein Wort darüber zu verlieren. Zitat Ende. Mit dem letzten Satz hat Engels sich leider fatal geirrt. Dass die allgemeine Konkurrenz des Struggle for Life oder des Survival of the Fittest sich einer Projektion kapitalistischer ökonomischer Prinzipien auf die Natur verdankt und dass Charles Darwin hierfür nicht nur Hobbes und Malthus, sondern auch die ökonomischen Schriften von Smith und Ricardo studierte, ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Daher bleibt auch die Rückprojektion dieses Prinzips der Konkurrenz von der Natur auf die Gesellschaft unwidersprochen und aus einem ökonomischen Prinzip wurde ein natürliches. Ihre von Engels attestierte Kindlichkeit hat diese Prozedur dabei längst verloren. Die Dynamik von Mangel an Ressourcen und Konkurrenz hat heute den Rang einer Naturkonstante des Lebendigen erlangt. Darum wirke sie unhinterfragt auch im Menschen und in seiner Gesellschaft. Ohne um die ökonomische Analogie zu wissen, auf der Darwin seine Theorie baute, konnte Adorno darum feststellen, Zitat, die ganz angepasste Gesellschaft ist, woran ihr Begriff geistesgeschichtlich mahnt, Doppelpunkt, bloße darwinistische Naturgeschichte. Sie prämiert das Survival of the Fittest. Zitat Ende. Ist diese Bewegung klar geworden? Projektion von ökonomischen Mechanismen auf die Gesellschaft bei Darwin als Motor der Evolution und dann die Rückprojektion von einem Naturmechanismus auf die Gesellschaft, weshalb dann die Gesellschaft als naturhaft erscheint? Ja, gut. Ja, zu dieser, wie Adorno sie nennt, ganz angepassten Gesellschaft gehört selbstredend dann auch eine Wissenschaftstheorie, die ihren eigenen Erkenntnisfortschritt sowohl als wie aus der Anpassung unseres Denkens an die Natur erklärt. Als NSDAP-Mitglied Konrad Lorenz 1940 den Kant-Lehrstuhl in Königsberg, übrigens als Nachfolger seines Parteifreundes Arnold Gehlen, übernahm, hielt er, also Lorenz, eine Antrittsvorlesung mit dem Titel Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie. In diesem Vortrag legte Lorenz dar, dass das bei Kant auf notwendigen Vernunftbegriffen a priori basierende Erkenntnisvermögen des Menschen sich im Lichte der Evolutionstheorie betrachtet, als ein naturgeschichtlich-genetisch herausgebildeter Erkenntnisapparat erweise. So wie die Flosse des Fisches eine Anpassung an das Wasser sei, so seien unsere Kategorien, die Logik und unsere Begriffe gedankliche Anpassungen an die uns umgebende Umwelt. Die später hieraus begründete evolutionäre Erkenntnistheorie hat über Karl Popper bis zu Umberto Maturana bedeutende Vertreter, die für die Beantwortung der Frage nach den ermöglichenden Bedingungen ihrer Erkenntnis keine transzendentale Reflexion mehr bemühen müssen, wie das bei Kant oder Hegel noch der Fall ist, sondern auf den Naturmechanismus von Konkurrenz und Anpassung verweisen können. So kann dann auch der Philosoph und Logiker Quine als bedeutender Vertreter der analytischen Philosophie und des philosophischen Naturalismus in Bezug auf das Induktionsproblem schreiben. Induktionsproblem? Nicht bekannt. Es ist eines der wichtigen Grundprobleme, die in der Erkenntnistheorie, in der Philosophie diskutiert werden. Das bezieht sich auf die Frage, ob und wann ein Schluss durch Induktion von Einzelfällen auf ein allgemeines Gesetz zulässig ist. Also ich lasse den Bleistift fallen, ich lasse die Flasche fallen, ich lasse das Handy fallen, es fällt alles runter. Wie oft muss ich so etwas machen, bis ich ein allgemeines Gesetz habe? Ja, in Bezug auf dieses Problem schrieb Quine, Zitat, Darwin wirft ein wenig Licht ins Dunkel. Wenn die angeborene Qualitätengliederung der Menschen
ein in den Genen verankerter Wesenszug ist, dann wird am ehesten die Gliederung, die die erfolgreichsten Induktionen geleistet hat, durch natürliche Selektion dominiert haben. Kreaturen, die in ihren Induktionen permanent falsch liegen, haben eine tragische, aber lobenswerte Tendenz, zugrunde zu gehen, bevor sie ihre Art reproduzieren. Zitat Ende. Erkenntnistheoretisch tritt hier Erfolg in der Konkurrenz an die Stelle von Wahrheit der Erkenntnis. Das Qualitätsmanagement der Natur selbst garantiert das Gelingen der Wissenschaft. Da die Struktur des Erkennens sich in der Konkurrenz als erfolgreich herausgebildet habe, seien Fragen nach der Wahrheit logischer Grundsätze oder der Notwendigkeit und Allgemeinheit erkannter Gesetze weder möglich noch nötig. Intuition und Bauchgefühl bildeten als vorbewusste Leistung des ratiomorphen Apparates, also des Denkapparates, die natürliche Grundlage der Fähigkeit des Menschen zur Wissenschaft. Vernunft ist somit nicht länger, wie beispielsweise noch bei Kant, bestimmt als allgemeines Erkenntnisvermögen, das die mannigfaltigen Erkenntnisse durch Begriffe a priori unter eine systematische Einheit fasst und in diesem Sinne von jedem vernünftigen Wesen geteilt wird. Vernunft wird in der Biologisierung im Gegenteil zu einem spezifischen Anpassungsvorteil der Spezies Homo sapiens und ist damit nicht länger begrifflich notwendig und allgemein, sondern bloß zufällig zweckmäßig. So wurde Hegels Anspruch an die Naturphilosophie, Zitat, in dieser, also in der Natur, nur den Spiegel unserer selbst zu finden, Zitat Ende, gerade in umgekehrter Form umgesetzt. Statt hinter der Erkenntnis gesetzmäßiger Ordnung im Naturgeschehen den nach Prinzipien ordnenden Geist zu sehen, erscheint das menschliche Denken und Tun nunmehr als ein Spiegelbild natürlicher Prozesse. Wenn die Methoden unserer Erkenntnis einer angeborenen Organstruktur entstammen, sind sie lediglich in dem Sinne objektiv, dass sie selbst eine Naturtatsache sind. Nach der empiristischen Vorstellung also das Objektivste überhaupt. Sie können dann jedoch niemals in jenem reflexiven Sinne objektiv begründet sein, der erfordert, ihre Notwendigkeit und damit ihre Wahrheit denkend zu beweisen. Daher passt eine Erkenntnistheorie, die das Erkenntnisvermögen als einen Anpassungsprozess an eine unmittelbar gegebene Natur begreift, zu einem an den naturwissenschaftlichen Methoden ausgerichteten Erkenntnisideal, wie August Comte es übrigens in seiner Abhandlung über den Geist des Positivismus bereits 1915 formulierte. Comte forderte von der modernen Wissenschaft, die Reflexion als das Negative auszuschließen und sich ganz auf das Positive, also auf das Tatsächliche, zu fokussieren. Das Tatsächliche aber sei die Natur selbst im weitesten Sinne, also alles, was empirisch vorhanden ist. Was empirische Tatsache und was Natur ist, definiert sich hier wechselseitig. Eine objektive Erkenntnis müsse darum alles Subjektive, also auch die Reflexion über den Erkenntnisprozess oder gar seine gesellschaftliche Einbettung, weglassen, da dies keine Tatsache im geforderten Sinne sei. Nicht die Vermittlung von Denken und gedachtem Gegenstand stelle Objektivität her, sondern das Objektive sei selbst schon als positive Tatsache, als Natur vorhanden und müsse möglichst unvermittelt zur Darstellung kommen. Da dies schwer möglich ist, müsse alle Wissenschaft sich mit relativer Wahrheit begnügen. Das heißt, vollständig objektiv ist nur die Natur selbst, als Tatsache, wie sie vorhanden ist. Und die Darstellung muss versuchen, möglichst unvermittelt genau das abzubilden. Weil das nicht ganz gelingt, gibt es keine absolute Wahrheit, sondern nur relative Wahrheiten. Diesem Diktum der relativen Wahrheiten folgte auch Karl Popper und positionierte sich damit in gewisser Weise zwischen dem frühen logischen Empirismus und der kritischen Theorie. In seinem Aufsatz, der den Auftakt zum Positivismusstreit bildete, die Logik der Sozialwissenschaften, führte er aus, Zitat, es gibt keine rein beobachtende Wissenschaft. Es ist gänzlich verfehlt anzunehmen, dass die Objektivität der Wissenschaft von der Objektivität des Wissenschaftlers abhängt. Und es ist gänzlich verfehlt zu glauben, dass der Naturwissenschaftler objektiver ist als der Sozialwissenschaftler. Soweit geht er übrigens mit Horkheimer und Adorno in gewisser Weise d'accord.
Aber weiter heißt es bei Popper, Objektivität bedeutet Wertfreiheit und der Sozialwissenschaftler kann sich nur in den seltensten Fällen von den Wertungen seiner eigenen Gesellschaftsschicht so weit emanzipieren, um auch nur einigermaßen zur Wertfreiheit und Objektivität vorzudringen. Zitat Ende. Das heißt, auch Popper geht davon aus, dass die einzelnen Wissenschaftler explizit oder implizit wertend vorgehen. Aber auch er teilt die These des Positivismus, dass objektive Wissenschaft eine wertfreie Wissenschaft sein muss. Eine solche objektive, wertfreie Wissenschaft zu formulieren, könne nach Popper aber nicht die Leistung eines einzelnen Subjektes oder einer einzelnen Wissenschaftlerin sein. Um zur Wertfreiheit zu gelangen, bedarf es darum der kritischen Methode, wie es bei Popper heißt, nämlich der wechselseitigen Kritik im Austausch zwischen den Wissenschaftlerinnen. Wissenschaftliche Theorien müssen von anderen auf ihre Widerspruchsfreiheit hin geprüft werden und in der wechselseitigen Kritik würden die Fehler der subjektiven Wertungen, die durch die einzelnen Wissenschaftler in die Theorie hineingetragen würden, im Prozess des wissenschaftlichen Diskurses nach und nach ausgemerzt werden, wobei der ideelle Endpunkt dieses Prozesses zwar als wahre Erkenntnis vorgestellt wird, aber niemals erreicht werden könne. Wenn Objektivität Wertfreiheit bedeutet, dann, auch das spricht Popper in seinem Aufsatz schon an, dann kann ein normatives Urteil niemals objektiv sein. Kritik verkürzt sich so auf die immanente Kritik und wird durch das Aufzeigen neuer Fakten, neuer Messungen, neuer Berechnungen, durch das Aufzeigen logischer Widersprüche und so weiter geleistet. Oder sie fällt aus dem Rahmen objektiver Wissenschaftlichkeit heraus. Dass das Faktische selbst falsch sein kann, führt objektiv in einen Widerspruch und sei darum nicht zu denken und weil es widersprüchlich ist, selber falsch. Beispiel, ein recht plattes Beispiel, aber vielleicht taugt es. Die 62 reichsten Menschen der Erde, von denen übrigens 53 männlich sind, besitzen laut einer Studie der internationalen Hilfsorganisation Oxfam mittlerweile genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist richtig und das ist natürlich auch falsch. Nicht falsch berechnet, sondern falsch in dem Sinne, dass es ungerecht ist und nicht so sein sollte. Da dem durchgesetzten Wissenschaftsverständnis nach etwas nicht richtig und falsch zugleich sein kann, können beide Sätze nur dann stimmen, wenn sie in verschiedene Sphären verortet werden. Die faktische Sphäre und die moralische Sphäre. Dabei gilt das Faktische unbedingt, das heißt, es lässt sich als Protokollsatz formulieren und gilt intersubjektiv. Ja, außer es wird gemäß der kritischen Methode von Popper festgestellt, dass die Zahlen nicht stimmen. Vielleicht sind es die 100 reichsten Menschen, die so viel wie die ärmste Hälfte der Bevölkerung besitzen oder vielleicht auch nur 5. Das habe ich nicht nachgeprüft. Das moralische Urteil über diese Verteilung ist hingegen nicht objektiv, sondern bleibt immer subjektiv und ist durch ein Gerechtigkeitsempfinden oder politisch, religiös oder sonst wie normativ begründet, vielleicht auch einfach nur durch Neid. Dieses Urteil muss niemand zwingend einsehen oder teilen. Also ich habe jetzt ein Beispiel gewählt, das die meisten Menschen schon teilen. Auch da mag es diverse Ausnahmen geben. Bei anderen normativen Sätzen, die noch weniger Menschen teilen, fällt das Problem dann entsprechend stärker auf. Das heißt, ich kann zwar sagen, es gibt viele Arme und nur sehr wenige Reiche, ich kann aber streng genommen nicht sagen, das ist objektiv falsch, sondern nur, ich finde das falsch, beziehungsweise die meisten Menschen finden das falsch, dass das so ist. Eine solche Meinung kann, wenn viele sie teilen, auch politisch wirksam werden. Momentan werden wegen dieser Studie gerade in verschiedenen Ländern neue Steuergesetze diskutiert oder gefordert, zum Beispiel. Aber eines kann sie nicht, nämlich wissenschaftlich objektiv im positivistischen Sinne gelten. Also das heißt, allenfalls ein Satz wie 98,7% der Weltbevölkerung finden die Ungleichverteilung des Reichtums falsch, kann eine objektive Tatsache sein. Aber das sagt nichts über die Richtigkeit oder Falschheit dieses moralischen Urteils aus, weil die Sphären nach wie vor getrennt sind und getrennt gehalten werden.
Die Voraussetzung dafür, dass es nicht objektiv falsch sein können soll, dass Menschen verhungern, dass mein Organismus zwar objektiv mangelernährt sein kann, ich aber immer nur subjektiv hungrig bin, die Voraussetzung dafür ist die radikale Trennung des Erkenntnissubjekts vom erkannten Objekt. Eben diese Trennung greift die Kritik am Positivismus an und führt sie dabei zugleich auf ihre Bedingungen zurück, um das Falsche an ihr aufzuzeigen. Nach Horkheimer ist das neue Denken der Wissenschaftler des Wiener Kreises eine erkenntnistheoretisch begründete Verkürzung der Vernunft auf bloße Rationalität. Zitat Horkheimer: Das Denken verzichtet auf seinen Anspruch, zugleich kritisch und zielsetzend zu sein. Man hat Denken und Wollen, die Momente des geistigen Prozesses, gedanklich voneinander geschieden, wogegen logisch nichts einzuwenden ist. Man stellt sie nun in ihrer Abstraktheit als Schemata auf, in deren Rahmen die Vernunft zu verbleiben habe, sodass einerseits bloß berechnet und andererseits bloß entschieden oder gewollt werden dürfe, wogegen logisch sehr viel einzuwenden ist. Diese Ideologie, die Identifikation des Denkens mit den Fachwissenschaften, läuft angesichts der herrschenden ökonomischen Gewalten, die sich der Wissenschaft wie der gesamten Gesellschaft für ihre besonderen Zwecke bedienen, in der Tat auf die Verewigung des gegenwärtigen Zustandes hinaus. Zitat Ende. Indem die Subjekte der bürgerlichen Gesellschaft durch die Trennung von objektiver Rationalität und subjektiven Interessen oder Gefühlen innerlich isoliert erscheinen und ihnen die äußeren gesellschaftlichen Verhältnisse, innerhalb derer sie ihre Interessen nur unter bestimmten Bedingungen und nach bestimmten Regeln nachgehen können, wie Naturmächte gegenüberstehen, deren Fakten sie sich in möglichst rationaler Weise unterwerfen, wird das subjektive Interesse in den Verhältnissen ohne Möglichkeit einer objektiven Kritik identisch mit einem Interesse an den Verhältnissen. Noch ein Zitat von Horkheimer. Das kalkulatorische, das Verstandesdenken ist einem Menschentypus zugeordnet, der noch relativ ohnmächtig ist. Er ist trotz aller Betriebsamkeit in entscheidenden Dingen notwendig passiv. Auch die Funktionen des Disponierens und Regulierens, die ohnehin immer ausschließlicher zum Privileg der Stärksten werden, haben in dieser gespaltenen Welt den Charakter der Anpassung und Schlauheit, weit mehr noch als der Vernunft. Zitat Ende. Der einzige Weg aus dieser Ohnmacht hinaus wäre noch nach Horkheimer, wieder Zitat, dass der Einzelne nicht im Registrieren und Prognostizieren von Fakten, im puren Kalkulieren verharrt, sondern dass er lernt, hinter die Fakten zu blicken, die Oberfläche vom Wesen zu unterscheiden, ohne sie freilich für nichts zu achten, Begriffe zu konzipieren, die keine bloße Klassifikation des Gegebenen sind und seine gesamte Erfahrung fortwährend auf bestimmte Zielsetzungen hin zu strukturieren, ohne sie dabei zu verfälschen, kurz, dass er lernt, dialektisch zu denken. Zitat Ende. Dialektisch zu denken bedeutet also hier, den Widerspruch zwischen dem Sein und dem Sollen nicht in getrennte Sphären zu verlegen, um in jeder eine widerspruchsfreie Theorie haben zu können, sondern beides zusammenzuziehen, um so die Möglichkeit für die Wissenschaft zu eröffnen, objektive, normative Urteile zu fällen. So werden objektive gesellschaftliche Widersprüche zwischen Armut und Reichtum, Freiheit und Herrschaft und so weiter, erst als solche erkennbar und dann auch wissenschaftlich kritisierbar. Wie sich in der Gesellschaft Öffentliches von Privatem trenne, so trenne sich Horkheimer zufolge auch Vernunft und Gefühl, Erkenntnis und Moral im Subjekt. Rationalität als technisch-praktische Vernunft und subjektives Wollen als Interesse oder moralisches Gefühl stehen unvermittelbar gegeneinander. In entsprechender Analogie spaltet sich die Wissenschaft in den logischen Empirismus oder dann später den Positivismus auf der einen Seite und schlechte Metaphysik in Form von esoterischen, religiösen oder sonstigen irrationalen Welt- und Wertvorstellungen auf der anderen Seite. Politische Wertvorstellungen gehören dann natürlich auch damit rein. Die reale Ohnmacht, die das gesellschaftliche Individuum gegenüber seiner Gesellschaft in der Sphäre der Öffentlichkeit erfährt, findet so ihren adäquaten Ausdruck in dieser Trennung zwischen positivistischer, faktenbasierter Wissenschaft
und romantischer oder religiöser Metaphysik. Diese Trennung zwischen Rationalität und Gefühl, zwischen Subjekt und Objekt, findet sich in der Subjektivität jedes Einzelnen, also auch jeder Wissenschaftlerin, wieder. Um diese Spaltung des Bewusstseins zu veranschaulichen, führt Horkheimer 1937 ein Beispiel an, das in den letzten 15 Jahren durch die Fortschritte der Hirnforschung sehr populär diskutiert wurde. Objektiv-physikalistisch sind neuronale Prozesse im Gehirn wie alles Naturgeschehen kausal determiniert, aber subjektiv gehen wir von einem freien Willen aus und sprechen Menschen eine Verantwortung für ihre Handlungsweisen zu. Das Beispiel von Horkheimer, das wie gesagt sehr früh ist, also vor der modernen Neurophysiologie, bezieht sich auf Max Planck. Zitat: Bei den exakten Wissenschaftlern pflegt mit zunehmender Isolierung ihrer Interessen die Naivität der Lösungen in krassem Missverhältnis zur Differenziertheit ihres wissenschaftlichen Verfahrens zu stehen. Der Schöpfer der Quantentheorie, Max Planck, ist aufgrund seiner wissenschaftlichen Erfahrung von der durchgängigen Bedingtheit alles Geschehens, auch in der Geisteswelt, durch natürliche Vorgänge überzeugt. Andererseits mag er den metaphysischen Begriff der Willensfreiheit nicht entbehren, die moralischen und politischen Auffassungen, zu denen er sich bekennt, setzen ihn voraus. Zitat Ende. Analoge Probleme, wie Horkheimer sie bei Max Planck sieht, haben auch heutige Hirnforscher wie Gerhard Roth oder Wolfgang Singer, wenn sie auf der einen Seite erklären, dass es keine Willensfreiheit gebe, auf der anderen Seite aber auch davon ausgehen, dass wir in unseren persönlichen Handlungen und Gefühlen notwendig von der, ihnen zufolge dann falschen, Prämisse ausgehen müssten, wir seien frei, weil ansonsten keine Handlungsweise und auch kein gesellschaftliches Zusammenleben möglich wäre. Die Willensfreiheit ist Gerhard Roth zufolge eine, Zitat, nützliche Illusion, Zitat Ende, die zwar faktisch falsch, aber im individuellen Lebensvollzug dennoch unhintergehbar sei. Nach Horkheimer wäre das wahre Moment hieran, dass die bürgerlichen Individuen mit einer Lüge über ihre eigene Freiheit leben müssen. Die den Kapitalismus auszeichnende Herrschaftsform ist, wie schon genannt, apersonal. Die Gesellschaft konstituierenden ökonomischen Gesetze entspringen dem Mechanismus der blinden Verwertung des Wertes und sind also nicht von Subjekten gezielt geplant und durchgesetzt worden. Nur nochmal als Erinnerung, auf welchem Hintergrund Horkheimer hier argumentiert. Der dieser Herrschaftsform adäquate ideologische Kitt ist die Naturalisierung. Die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und die durch sie erzwungenen Subjektzurichtungen erscheinen darum wie Naturgesetze und werden damit als außerhalb einer Kritik stehend anerkannt. Genau diese Naturalisierungsform leistet auch die Hirnforschung unbewusst und gleichsam nebenbei, denn sie will ja zunächst nicht die Gesellschaft, sondern nur ein Stück Natur erklären, nämlich das Gehirn. Darum nimmt sie als natürlich an, was im menschlichen Gehirn eine materielle Bedingung hat. Das Fühlen, das Denken und Handeln der Menschen. Im Resultat ihrer Forschung erscheinen das menschliche Fühlen, Denken und Handeln dann gleichfalls als Naturgegenstände. Erst die gesellschaftskritische Betrachtung kann zeigen, dass hier, ungewollt, aber objektiv, eine herrschaftsstabilisierende Ideologie erzeugt wird, die das verstellt, was sie naturwissenschaftlich zu erklären vermeint. Hieraus begründet sich die These, dass der Mensch objektiv betrachtet keinen freien Willen habe, denn alles Handeln sei durch Prozesse, die sich stammesgeschichtlich als sinnvoll entwickelt haben, neuronal vorgegeben. Die Freiheit sei hierbei Roth zufolge ein funktionaler Schein, auch wieder ein Zitat, der zur Motivation von bestimmten Handlungen diene. Zitat Ende. Dieser Schein der Freiheit könne und soll auch gewusst werden, ohne dass dies das Gefühl des Freiseins in seiner Subjektivität in irgendeiner Form beeinträchtigen könne. Das Interessante an dieser Konstruktion der nützlichen Illusion der Willensfreiheit bei Roth ist,
dass sich hierdurch an der Verfasstheit unserer Gesellschaft in ihrer Erscheinungsform gar nichts grundlegend ändern sollte, ändern müsste oder auch nur ändern könnte. Denn unsere Gehirne hätten ihre Umwelt grundsätzlich ihren Bedürfnissen gemäß gebildet, in dem nicht bewussten Prozess, den wir Roth zufolge retrospektiv als unsere Geschichte bezeichnen. In diesem Prozess sei der Glaube an die eigene Freiheit, etwa bei demokratischen Wahlen oder bei der Entscheidung für einen Arbeitsplatz, ein notwendiges neuronal erzeugtes Gefühl, das wissenschaftlich betrachtet jedoch objektiv als bloße Illusion erkannt werden müsse. Was Roth mit seiner These vom unfreien Willen und mit der gleichzeitigen Funktionalität und darum Notwendigkeit des Scheins von Freiheit für das Subjekt im Zusammenleben der Gesellschaft vom einzelnen Menschen verlangt, ist gar nicht wenig. Es wird verlangt, dass der Mensch sich einen Schein von Freiheit mache. Er könne gar nicht anders, seine Natur respektive sein Gehirn sei hierauf ausgerichtet. Er solle als naturwissenschaftlich aufgeklärter Mensch aber zugleich wissen, dass dies ein Schein sei und dabei auch wissen, dass dieser Schein gut für ihn ist. Wenn wir uns nicht als Freie denken würden, könnte nach Roth unsere Gesellschaft nämlich gar nicht funktionieren. So könnten wir ihm zufolge nur unter dem Schein von Freiheit Verträge schließen, die verbindlich gelten, weil jene bestraft werden können, die sie brechen. Die unangenehmen Folgen bewirkten so im Normalfall der Handlungsplanung ein Verhalten der Vertragseinhaltung. Über den Anschein von Freiheit werde so ein natürlicher Schutzmechanismus für unsere gesellschaftlichen Verhältnisse etabliert. Dies sei seine evolutionär sinnvolle Funktion. Abgesehen von dem Widerspruch, dass die Täuschung über unsere Freiheit notwendig sei, weil sie einen Effekt habe, der sich nur als Freiheit der Subjekte begreifen lässt und darum eigentlich keine Täuschung sein kann, abgesehen davon ist diese Denkfigur wegen ihrer ideologischen Architektonik sehr bemerkenswert. Denn sie sagt, der Betrug meines neuronalen Systems an mir selbst schützt mich. Ich kann ihn ruhig wissen. Das entlarvt den Betrug nicht als etwas Falsches, das ich ändern sollte, sondern festigt ihn vielmehr, weil es mir seinen tieferen Sinn enthüllt. Denn ich erkenne, dass es gut für mich ist, in dieser Weise betrogen zu sein, weil ich mein Leben ohne diesen Betrug gar nicht leben könnte. Diese Denkungsart stößt erstaunlicherweise auf breite Zustimmung, gerade in der Populärliteratur. Denn, so meine These, sie deckt sich mit der Erfahrungswelt. Sie lässt sich in analogen Varianten in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft auch finden. So wird von der modernen Arbeitskraft erwartet, dass sie zum einen weiß, dass sie bloßes Mittel zur Verwertung des Wertes ist und sich entsprechend konformieren müsse. Sie soll sich jedoch beim Exekutieren fremder Zwänge zugleich authentisch fühlen, als verwirkliche sie sich selbst, im gleichzeitigen expliziten Wissen um die Funktion dieser Lüge. Denn nur wer sich die Arbeitsanforderungen ganz zu eigen macht, kann sie gut erfüllen und sich in der Konkurrenz behaupten. Dies ist auch der sinngemäße Gehalt einer ganzen Armada von Motivationsratgebern, neurolinguistische Programmierung und so weiter. In diesen ganzen Motivationsratgebern geht es im Grunde immer darum, ja, ich muss gerne das wollen, was ich eigentlich nicht will, um erfolgreich gegen die Konkurrenz zu bestehen. Ich muss mich selber glauben machen, dass ich das gut finde, sonst bin ich nicht gut darin. Und es ist gut für mich, gut darin zu sein, weil dann bestehe ich in der Konkurrenz, habe mehr Chancen auf dem Partnermarkt, was auch immer. Das Verhältnis zum eigenen Denken, zur eigenen Vernunft, ist hierbei ein rein instrumentelles Verhältnis. Die Freiheit, seinen Willen bestimmen zu können, soll zum bloßen Mittel gemacht werden, um sich aktiv aus eigenem Willen unter heteronome Zwänge zu stellen. Die Naturalisierung dieses Willens durch Autoren wie Roth und so weiter passt maßgeschneidert zu einer Gesellschaft, welche die ökonomischen Gesetze ihrer Produktionsweise als unantastbar setzt und in der die Freiheit tatsächlich ein ebensolcher Schein ist, wie die Willensfreiheit es laut Gerhard Roth, Wolf Singer und anderen schon immer war und sein wird, nämlich eine Illusion, deren Aufrechterhaltung aber unumgänglich und zugleich notwendig ist, damit diese Gesellschaft funktionieren kann.
Bezogen auf die heutigen Verhältnisse, unter denen die ökonomische Notwendigkeit der Verwertung des Wertes Sachzwänge erzeugt, die systemimmanent tatsächlich zwingend und unaufhebbar sind, kommt in der These der Hirnforschung vom unfreien Willen, der sich zugleich als freier denken muss, das Alltagsbewusstsein in gewisser Weise zu sich selbst. Der naturwissenschaftliche Fortschritt und die aus ihm erwachsenen technischen Möglichkeiten, der von der französischen Aufklärung noch als die Befreiung des Menschen durch Herrschaft über die Natur gefeiert wurde, verkehrt sich also unter Bedingungen der entwickelten kapitalistischen Produktion in eine Herrschaft ökonomischer Gesetze, die sich als Sachzwänge durchsetzt. Dies übersetzt sich durch den Geist des Positivismus in die Ideologie einer apersonalen Herrschaft der Natur, auch seiner eigenen Natur, unter der zu stehen der Mensch zu erkennen glaubt, also unter der Herrschaft seines Gens, seiner Gehirne und so weiter. Indem der Positivismus den Begriff der Objektivität kontradiktorisch dem infolge bloß Subjektiven gegenüberstellte und die Reflexion über die Genese der Erkenntnis aus dem wissenschaftlichen Rahmen verbannte, gelang ihm ein Kunststück, das in der Geschichte der Erkenntnistheorie seinesgleichen sucht und mit allem Schlage alle normativen Fragen, wie die Frage nach dem richtigen Leben oder Handeln, obsolet machte. Nämlich, das Subjekt kann sich nicht selbst erkennen. Das Subjekt kann sich nicht selbst erkennen, denn wenn es sich selbst zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Erkenntnis machen will, muss es sich als Objekt betrachten. Als Objekt ist es aber ein anderer Gegenstand als ein Subjekt, nämlich per Definitionem das genaue Gegenteil. Wenn das Subjekt als freies Subjekt der Erkenntnis sich also selbst zum Gegenstand seiner Erkenntnis machen will, so erkennt es in sich folgerichtig das Gegenteil eines freien Subjekts, nämlich ein Stück determinierte Natur. Dies hat die Hirnforschung in den letzten Jahren immer wieder eindrucksvoll vorgeführt. Was für einzelne Subjekte gilt, gilt in gleicher Weise auch für die Gesellschaft. Hierzu schreibt Adorno, Zitat, er, der Positivismus, behandelt Gesellschaft potenziell das sich selbst bestimmende Subjekt umstandslos so, als ob sie Objekt wäre, von außen her zu bestimmen. Buchstäblich vergegenständlicht er, was seinerseits Vergegenständlichung verursacht und woraus Vergegenständlichung zu erklären ist. Verkannt wird, dass durch die Wendung auf Subjekt als auf ein sich selbst fremd und gegenständlich gegenüberstehendes notwendig das Subjekt, das gemeint ist, wenn man will, also gerade der Gegenstand der Soziologie, ein anderes wird. Freilich hat die Veränderung durch die Blickrichtung der Erkenntnis ihr Fundamentum in re. Die Entwicklungstendenz der Gesellschaft läuft ihrerseits auf Verdinglichung hinaus. Das verhilft einem verdinglichten Bewusstsein von ihr zur Adäquatio. Zitat Ende. Das heißt, die erkenntnistheoretischen Grundlagen des Positivismus sind nicht einfach Irrtümer, wie sie in der Wissenschaft nun mal vorkommen. Er macht im Gegenteil genau die richtigen Fehler, die insofern wahr sind, als sie einer falschen Gesellschaft mit falscher, in apersonale Herrschaft verkehrter Freiheit vollständig entsprechen. Wenn Natur, der Inbegriff aller möglichen Erscheinungen unter allgemeinen Gesetzen, selbst kein Reflexionsbegriff sein soll, sondern ein realer Gegenstand und der Name Natur, also bloß die Bezeichnung dieses Gegenstandes sei, jedoch die Gesamtheit aller empirischen Erscheinungen unter gesetzförmiger Einheit keine mögliche Tatsache der Erfahrung ist, also die Natur selbst nicht erfahren werden kann, dann ist Natur nicht Natur. Dann bezeichnet dieser empirische Begriff keinen empirischen Gegenstand. Begriff und Gegenstand kommen so wenig zusammen, wie die Produzenten Besitzer ihrer Produkte sind. Dem Menschen als Natur- und Freiheitswesen bleibt darum sein eigener Begriff in beide Richtungen versperrt. Denn seine in heteronome Zwänge verkehrte Freiheit übersetzt sich in eine Natur, der nur als unvermitteltes anderes Objektivität zugesprochen wird. Als vollständig unter diese Natur subsumiert, muss das Subjekt der Erkenntnis sich vollständig fremd bleiben.
Das ist die Wahrheit gesellschaftlicher Entfremdung. Genau dies zu leisten, macht die positivistische Wissenschaft zur Ideologie. Noch ein Zitat von Horkheimer dazu. Die strenge Wissenschaft, die den Begriff des Menschen höchstens im Sinne der Biologie verwenden kann, spiegelt sein Schicksal in der Wirklichkeit. An sich ist der Mensch in ihr bloß ein Exemplar. Zitat Ende. Der Positivismus ist also mit der apersonalen Herrschaftsstruktur der Gesellschaft vermittelt, indem er ein altes erkenntnistheoretisches Problem, nämlich die Vermittlung von Denken und Gedachtem, unter Bedingungen der kapitalistischen Produktion, Der Positivismus ist also mit der apersonalen Herrschaftsstruktur der Gesellschaft vermittelt, indem genau dieses erkenntnistheoretische Problem, die Vermittlung von Denken und Gedachtem, unter Bedingungen der kapitalistischen Produktion eine materielle Realität erhält, in welcher die reale Vermittlung zwischen Menschen und Natur im Arbeitsprozess nicht als solche erscheint. Was erscheint, sind Waren, die sich auf dem Markt austauschen und Leute, die Geld verdienen müssen, um sich Waren zu kaufen. Die ewige Naturnotwendigkeit des Stoffwechsels mit der Natur, wie Marx es nennt, erscheint also als ewige Naturnotwendigkeit zur Lohnarbeit, um an Waren zu kommen, die in einer disparaten Sphäre ihre eigene Existenz zu führen scheinen. Entsprechend ist auch das erkennende Subjekt nicht Teil des Erkennens, sondern abgetrennt von seiner Erkenntnis, wie der Lohnarbeiter von seinen Produkten. Darum ist die erkenntnistheoretische Vermittlung zwischen Gegenstand und Begriff ohne Gesellschaftskritik nicht zu begreifen. Was anstelle der geleisteten Vermittlung übrig bleibt, sind Bezeichnetes und Zeichen als Disparate. Wie der Arbeitsprozess im fertigen Produkt nicht als Tatsache erscheint, sondern was erscheint, ist das Glas oder der Tisch, so erscheint er auch nicht im Resultat der wissenschaftlichen Forschung. Objekt ist somit, und zwar materiell wie begrifflich, nicht geleistete Vermittlung, sondern ein abgetrenntes, von seinem Produzenten vollständig losgelöstes Ding. Das Subjekt der Erkenntnis, das in den Resultaten seiner Wissenschaft nicht auftauchen soll, um diese objektiv zu halten, und das sich doch in seiner ganzen bürgerlichen Matrix in diese einschreibt, kann sich somit nicht selbst zu einem Maßstab der Kritik des Vorgefundenen erheben. Deswegen gibt es keinen wissenschaftlichen Maßstab der Kritik. Indem das verdinglichte Bewusstsein zugleich das adäquate Bewusstsein ist, versperrt es sich gegen jede Einsicht in seine Falschheit. So wird Gesellschaftskritik nicht wissenschaftlich geführt, sondern zur bloß subjektiven Meinung, indem Gesellschaft als Naturhafte sich zur Totalität aufspreizt. Adorno beschreibt das in der Einleitung zum Positivismusstreit so, Zitat, Totalität ist, provokatorisch formuliert, die Gesellschaft als Ding an sich mit aller Schuld von Verdinglichung. Gerade aber weil dies Ding an sich noch nicht gesellschaftliches Gesamtsubjekt, noch nicht Freiheit ist, sondern heteronom Natur fortsetzt, eignet ihm ein objektives Moment von Unauflöslichkeit. Zitat Ende. Eben diese Unauflöslichkeit ist das wahre Moment, das sich in den ideologischen Resultaten von Comte in der positiven Soziologie, beispielsweise bei Voland, bis hin zur Neurophysiologie bei Roth abzeichnet. Indem sie den menschlichen Geist auf ein Naturphänomen reduziert, lügt die angepasste Wissenschaft, wie Adorno den Positivismus auch nennt, die Wahrheit über ihre Gesellschaft, welche den sie konstituierenden Subjekten als eine heteronome Macht gegenübertritt. Indem sie die Erkenntnis eines Gegenstandes von dem zu erkennenden Gegenstand ablöst, ist sie der Gesellschaft adäquat, deren Subjekte sich über vom Produktionsprozess losgelöste Dinge aufeinander beziehen. Es ist ein Spezifikum der heutigen Wissenschaften, dass, gerade weil die Reflexion auf die eigene gesellschaftliche Bedingtheit und die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie stattfinden muss, fehlen, die in der Gesellschaft durch ihre Bedingungen hervorgebrachte Ideologie in so vielen wissenschaftlichen Resultaten als ein Moment enthalten ist. Man muss vielleicht einfügen, dass dieses Moment zwar nicht explizit in jeder Einzelerkenntnis auftaucht, also im Berechnen von Photosyntheseraten,
erscheint die spezifische Gesellschaftlichkeit allenfalls in der Art ihrer technischen Umsetzung in bestimmte Verfahrensweisen. Aber es ist immer in den erkenntnistheoretischen Prämissen der Wissenschaft angelegt und kann darum jederzeit erscheinen und erscheint dann natürlich insbesondere dann, wenn der zu betrachtende Gegenstand selbst ein gesellschaftlicher Gegenstand ist. Also darum Beispiel Hirnforschung. Indem diese positivistische Erkenntnistheorie den Maßstab für objektives Denken setzt, formiert sie auch die Formen des Nachdenkens in anderen Bereichen. Horkheimer schreibt dazu, Zitat, dem Denken wird die Funktion abgesprochen, die Beobachtungen sowie die Art, in der die Wissenschaft sie zusammenfasst, aufgrund einer auch die Wissenschaft selbst und ihre Formen noch einbeziehenden Theorie zu beurteilen. Der Empirismus setzt die je erkannte Wissenschaft in ihrer gegebenen, mit dem Bestehenden versöhnten Struktur und Betriebsweise als höchste geistige Autorität überhaupt. Zitat Ende. Genau diese Auffassung findet man nur ohne Reflexion und anders formuliert auch auf der anderen Seite. Deswegen möchte ich Ihnen noch ein Zitat vorlesen. Und zwar von einem Mitglied des Wiener Kreises, Hans Hahn, der schreibt in seinem Aufsatz Logik, Mathematik und Natur erkennen. Zitat. Die Auffassung, wir hätten im Denken ein Mittel zur Hand, mehr über die Welt zu wissen, als beobachtet wurde, scheint uns durchaus mysteriös. Zitat Ende. Das bedeutet, also wenn wir nicht mehr über die Welt wissen können, als beobachtet wird, das bedeutet, dass eine Kritik der Gesellschaft und vor allem die Vorstellung einer besseren Welt, einer besseren Gesellschaft, wissenschaftlich gar nicht beschreibbar ist und denkend gar nicht möglich sein kann, außer eben im subjektiven Teil des Denkens, des Träumens, des Sich-Ausmalens. Indem Sie die Gesellschaftskritik in dieser Art und Weise aufgrund dieses Wissenschaftsverständnisses grundsätzlich aus der Wissenschaft ausschließen, nehmen die Positivisten, so Horkheimer, Zitat, passiv am allgemeinen Unrecht teil. Zitat Ende. Die kritische Theorie stellt dagegen die Forderung, dass die Reflexion auf die eigene gesellschaftliche Einbettung notwendiger Teil einer objektiven Wissenschaft sein müsse. Zitat Horkheimer, die Tatsachen der Wissenschaft und die Wissenschaft selbst sind Ausschnitte aus dem Lebensprozess der Gesellschaft und um wirklich zu begreifen, was es jeweils mit den Tatsachen wie mit dem wissenschaftlichen Ganzen auf sich hat, muss man den Schlüssel zur historischen Situation haben, das heißt die richtige gesellschaftliche Theorie. Zitat Ende. Das heißt, ohne die richtige gesellschaftliche Theorie, das heißt auch ohne die richtige kritische Theorie der Gesellschaft, bleiben in gewisser Weise auch die gesammelten Tatsachen unverstanden oder zumindest in Teilen unverstanden, im Zusammenhang unverstanden. Hieraus folgt dann weiter, dass die Einzelerkenntnisse aus den Fachdisziplinen zwar nicht falsch sind, insofern als es falsche Fakten oder falsche Tatsachen wären, sondern dass sie im Ganzen Teil einer ideologischen Verstrickung sind und damit in sich das Falsche tragen, es zementieren und als objektive Naturtatsache verfestigen. Das, was Jürgen Habermas im Rahmen des Positivismusstreites als Kanitfastan-Haltung bezeichnet hat, ich weiß nicht, ob die Geschichte von Kanitfastan ist nicht bekannt, zähle ich jetzt nicht, habe ich keine Zeit mehr zu, das ist die Bezeichnung für eine Haltung, die die Kritik an ihr nicht begreifen will und nicht begreifen kann, weil die Wissenschaft doch so erfolgreich ist, weil die Wissenschaft doch weitgehend redlich und gründlich arbeitet, weil sie Erkenntnisse hervorbringt, die faktisch richtig sind, weil sie einen technischen Fortschritt ermöglicht, der doch den Menschen zugutekommt und so weiter, was alles gar nicht abgestritten werden soll und sich sozusagen der Einsicht in gewisser Weise systematisch verweigert. Also diese Haltung, die Jürgen Habermas im Positivismusstreit Kanitfastan-Haltung genannt hat, gilt es ernst zu nehmen, würde ich sagen. Gerade wenn man die heutige Bedeutung der positivistischen Wissenschaft begreifen will. Mehr noch als die Soziologie, die einen Boden in den Geisteswissenschaften hat, macht sich die Neurophysiologie als Naturwissenschaft von innen heraus immun gegen eine nicht immanente, gegen eine übergreifende Kritik.
Was sie nicht verstehen kann, ist im Grunde die Vermittlung zwischen Gegenstand und Begriff. Und diese kann nicht verstanden werden, weil sie nicht gedacht werden kann. Und sie kann nicht gedacht werden, weil sozusagen diese Selbstverständlichkeit der Trennung zwischen Subjekt und Objekt, die sich in der gesellschaftlichen Realität zeigt, im Tauschverhältnis von Äquivalenten als allgemein durchgesetzte Form oder auch als Form des sozialen Umgangs miteinander, weil genau das schwer aufzubrechen ist. Was dann anstelle dieser geleisteten Vermittlung eben übrig bleibt, sind Zeichen und Bezeichnetes, Realdefinitionen, und in solchen Realdefinitionen kann man zwar Gesellschaft beschreiben, aber eben gerade nicht auf ihren Begriff bringen. Das heißt, die These wäre dann, dass wo Menschen sich über Dinge austauschen, die dialektische Vermittlung von Begriff und Gegenstand nicht gedacht werden kann, ohne dieses gesellschaftliche Verhältnis bereits als falsches erkannt zu haben. Und dies macht dann diese ideologische Barriere so hart, und deshalb bleibt die Kritik oft gerade jenen, an die sie sich richtet, systematisch unverständlich. Das ist das, was diese Kanitfastan-Haltung ausdrücken möchte. Das heißt dann, die Effekte apersonaler Herrschaft können nach Kategorien geordnet und klassifiziert werden. Doch dieses Vorgehen begreift sie nicht, sondern verfestigt sie ideologisch, indem es sie auf Gesetze zurückführt, die wie empirische Naturgesetze als vorgefundene Gesetze erscheinen, nicht jedoch als historisch veränderliche und zu kritisierende. Das Subjekt der Erkenntnis, das in den Resultaten seiner Wissenschaft nicht auftauchen soll, um diese objektiv zu halten, und das sich doch... Das hatte ich schon, oder? Ich komme hier gerade durcheinander, Entschuldigung. Genau. Ich glaube, der Sache nach hatten wir das alles schon. Es ist hier nur noch mal ein bisschen anders formuliert, um es am Schluss zusammenzufassen. Springe ich drüber weg. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass daran eigentlich, wenn man sich auf den alten Text von Habermas von 37 bezieht, erstmal gar nicht so viel neu ist. Was neu ist, ist vielleicht der Grad der Durchsetzung der positivistischen Wissenschaft auch in den Geisteswissenschaften. Und ich glaube, da spielt die Hirnforschung eine besonders treibende Rolle. Denn was eben auch neu ist, das sind die neuronalen Vorzeichen, das Präfix Neuro, das viele Geisteswissenschaften sich zulegen, um eben auch in den Stand einer objektiven, messenden, verifizierenden und so weiter Wissenschaft zu kommen. Neuropädagogik, Neuropsychologie, Neuroökonomie, Neurosonst was. Das ist neu. Das ist in gewisser Weise auch gewollt und wird gefördert und gefordert eben auch dann von Hirnforschern wie Gerhard Roth. Der schreibt nämlich ein letztes Zitat: Die gesellschaftliche Natur des Menschen ergibt sich aus seiner neurobiologischen Natur, und deshalb ist die gesellschaftliche Natur des Menschen ohne die neurobiologische Natur nicht verständlich. Und weiter schreibt er: Es ist zu hoffen, dass die Sozialwissenschaften sich der großen Herausforderung durch die Neurowissenschaften stellen. Zitat Ende. Diese Herausforderung in Roths Sinne zu meistern, bedeutet die vollständige Positivierung auch der Gesellschaftswissenschaften, die der Begriff von Gesellschaft zu einer bloßen Bezeichnung degradiert wird, unter der die Beschreibung der Mechanismen des Zusammenlebens der Exemplare einer Spezies gesammelt werden. Sich dieser Herausforderung tatsächlich zu stellen, müsste aber bedeuten, die Naturalisierung des Menschen und seiner Gesellschaft gerade als falsch zu entlarven, indem die erkenntnistheoretischen Prämissen der positivistischen Naturwissenschaft oder insgesamt Wissenschaft als objektiv ideologisch erkannt werden. Vielen Dank.